Die Konferenz Nationale Kultureinrichtungen ist ein Zusammenschluss von zurzeit 23 Institutionen, die einerseits sich als ein Forum versteht des Austauschens. In diesem Forum sitzen vor allem die Direktoren der Einrichtungen. Und es versteht sich als ein Forum, um gewisse Projekte mit Modellcharakter voranzubringen, zu entwickeln, die kulturpolitisch oder auch kulturell wichtige Fragen aufwirft. Ein Beispiel dafür ist der Sicherheitsleitfaden Kulturen, der in den letzten Jahren entwickelt worden ist, bei dem man sich die Einrichtungen online selbst evaluieren und die Sicherheitsfragen abtesten kann. Die Tagung Open Access – Chancen und Konsequenzen für Kultureinrichtungen hatte das Ziel, innerhalb der Kultureinrichtungen selber aufmerksam zu machen auf die Probleme, aber auch die Chancen, die mit dem Open Access, mit dem neuen Medium Internet für die Einrichtungen entstehen können. Die Tagung Open Access wurde hier ins Bauhaus geholt oder hier im Bauhaus ausgerichtet, weil das Bauhaus von der historischen Seite her per se für die Entwicklung der Massenmedien und die Verbreitung von Informationen in die Öffentlichkeit steht und andererseits, weil das Bauhaus genau aus seiner eigenen Geschichte heraus jetzt mit den Urheberrechtsfragen sich auseinandersetzen muss mit seiner Sammlung und der Verbreitung dieser Dinge. Für die Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, kurz KNK, ist die Digitalisierung ein sehr wichtiges Thema, weil es im Bereich der Museum keinerlei Standards gibt, die bislang festgesetzt worden sind, im Gegensatz zu Archiven und Bibliotheken beispielsweise. Die Frage des Open Access ist natürlich ebenso eine wichtige Fragestellung, weil rechtliche Fragen nicht beantwortet sind bis heute, ob das Verwertungsrechte beispielsweise oder Urheberrechte betrifft. Open Access ist die Möglichkeit im Internet, Sammlungsbestände, also Bilder, Zeitschriften oder auch andere Gegenstände aus Museen, aus Archiven zur Verfügung zu stellen. Die Tagung Open Access hatte ganz wichtige Themen angeschnitten und auch auf den Punkt gebracht. Sie hat einfach mal gezeigt, dass es einen Unterschied gibt auch im Bereich im Open Access zwischen der wissenschaftlichen Verwertung von Fakten und Sammlungen und auf der anderen Seite mit den Ansprüchen der Kulturinstitution an das Thema Open Access. Ich hatte eigentlich eine eher auch juristische Auseinandersetzung mit bestimmten Fragen erwartet. Die gab es auch in einigen Beiträgen, aber ich fand es dann auch sehr anregend, also in gewisser Weise keine Enttäuschung, dass diese Erwartungen nicht erfüllt wurden, sondern im Gegenteil eine Bereicherung, dass vieles doch auf so einer Art fast schon philosophischen Ebene diskutiert wurde, also ganz grundsätzlich und auch aus unterschiedlichen Disziplinen heraus. Ich war sehr überrascht über die Vielseitigkeit der Beiträge. Das ging ja von der Archäologie über die Kunst bis zur Ethnologie. Und das war sehr, sehr fruchtbar, weil aus ganz unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven heraus wieder generelle Fragestellungen entstanden sind. Und die verschiedenen Lösungsansätze waren sehr, sehr informativ. Es war eine wirklich Bereicherung, die verschiedenen Positionen im Umgang auf der einen Seite mit Digitalisierung zu hören. Insbesondere war es für mich bereichernd, die Position aus anderen Ländern zu hören. Also die Kollegin aus London und die Kollegin aus Brüssel ist sie, glaube ich, gewesen. Das war besonders spannend und auch die Mischung hat mir sehr gut gefallen. Also es waren nicht nur Vertreter von Museen da, sondern vor allem eben auch Vertreter der Kulturwissenschaften, die also einen ganz anderen Einstieg in das Thema wählen. Vertreter der Anbieter, Vertreter von Wikimedia und eben Juristen, die man da nicht außen vor lassen kann. Also auch, dass es unterschiedliche juristische Positionen gab. Also es war wirklich ein gelungener Mix. Was ist eine Entwicklung, wo Sie sagen, die ist fantastisch, die ist toll oder ein gutes Beispiel, hier sollte man unbedingt weitermachen? Und wo ist eine Entwicklung, wo Sie sagen, hier habe ich Sorge, wenn wir nicht aufpassen, dann könnte dies oder jenes schiefgehen? Dass wir jetzt in einer Situation sind, in der geistiges Eigentum und geistige Güter, will ich mal etwas allgemeiner sagen, auf der Titelseite von Zeitschriften und Zeitungen erscheinen, als ein gesellschaftliches, relevantes Phänomen wahrgenommen werden und darüber diskutiert wird. Als ich angefangen habe vor ungefähr 15, 16 Jahren, war es ein Orchideenfach. Insofern finde ich es toll, dass wir das Geistige als Wichtiges erkannt haben. Also generell bin ich fasziniert davon, dass eine Vision, die wir haben, langsam Realität wird, nämlich dass überall auf der Welt jeder Mensch
Zugang haben wird zu dem gesamten Wissen der Menschheit und möglicherweise auch zu unserem kulturellen Erbe. Und das ohne Beschränkungen. It's also something we thought about, but when we say this to people working in contemporary arts museums, they often say, but hey, where's the role of the curator then? Because if we follow this line, you might be digitizing only the things that are very popular in the museum. But on the other hand, I, as a curator, want to make meaning of a certain subdivision of my collection, and I want to bring this to the audience because I feel that that is what they need to see. The European Commission, then again, in their funding programs, they speak about masterpieces. You need to digitize masterpieces, but who decides what is this masterpiece? Also, ich glaube, dass es letztendlich dem Nutzer überlassen werden muss, die Auswahl zu treffen und nicht, dass wir mit einer Selektion und einem irgendwie gearteten Bild der zukünftigen Wissenschaft als Dienstleister daran gehen sollten. Wir müssen eine Auswahl treffen, weil wir uns das finanziell nicht leisten können, alles zu digitalisieren. Und unsere Geldgeber fragen uns auch, warum wir Geld brauchen und zu welchem Zweck. Und dann brauchen wir eine Antwort. Und da hilft es eben, dass es Nutzer gibt, die die Information brauchen. Und deshalb orientieren wir uns auch nach dem, was die Nutzer unmittelbar haben möchten. Was mich mit Sorge erfüllt, ist, dass diese Prozesse notwendigerweise sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und die technischen Entwicklungen uns aber immer wieder überholen. Offensichtlich muss man nicht die klassischen Kulturinstitutionen aufwecken und sich sie zu Open Access bewegen, sondern ich bin sehr beeindruckt, wie emsig, wie fleißig das jetzt passiert. Und das ist schon fast exzessiv, dieser Open Access. Also jetzt selbst die damals noch entlegensten vielleicht, scheinbar kleinsten Bibliotheken, Sammlungen, massiv bringen sie ihr Wissen jetzt auch ans Netz. Gut, jetzt erinnere ich mich aber, dass der selige Michel Foucault mal Heterotopien beschrieben hat. Das sind andere Orte, die eine Gesellschaft braucht. Orte, die in einer, die enthoben sind der unmittelbaren Verwertbarkeit. Wo wir sagen, wir leisten uns, dass es Orte gibt, die eben nicht in jeder Hinsicht Open Access oder online gehen, die ihr Wissen reservieren und die es auch verlangsamen. Die es verlangsamen, weil es Orte geben muss, die sorgfältig redigieren, die etwas auch mit guten Gründen vorenthalten. And when I'm looking at Europeana, it now contains 30 million objects. How do you make sense of this vast repository of information? And also there, I think some curation is there to guide the user. If you want to make maximum impact, you still, I think, have to have somebody who puts all this information together in a meaningful context. Die Grenzen von Open Access sind vor allem Rechtsfragen. Beispielsweise des Verwertungsrechts oder auch des Urheberrechts. Wir hoffen, gerade auch für kleinere Einrichtungen, dass dort Antworten in naher Zukunft gefunden werden, weil die kleinen Einrichtungen verfügen nicht über Justiziare, die diese Fragen ermessen können. Ja, für alle überraschend war bei der Tagung schon von Anbeginn, dass es einen allgemeinen Konsens gab, dass sich die ganzen Kultureinrichtungen nicht im Thema Open Access mehr verschließen. Die kulturelle Verwertung ist klar ein öffentlicher Auftrag, aber alle diese Dinge, die in den Sammlungen liegen und dann über ein Open Access zur Verfügung gestellt werden, auch frei in den Wirtschaftsmarkt zu spülen und dort sie verwerten zu lassen, das ist natürlich schon ein sehr großes Spannungsfeld, was dort aufgemacht wird. Und genau diese Komplexität, die damit zusammenhängt, hat auch eigentlich die Würze der Tagung ausgemacht, dass also einerseits zwischen Unterschieden der Kultureinrichtung erstmal verhandelt werden musste, auch im Verhältnis zur Wissenschaft und andererseits auf der Seite der Ökonomen, dass man die Dinge auch wirklich frei haben kann. Also der größte Stolperstein für Open Access ist mit Sicherheit das Rechtehandling und die Rechteklärung. Das ist auch in vielen Beiträgen rausgekommen. Es kostet Geld, es kostet Zeit, aber die Tagung hat auch Ansätze geboten, sich mit dem auseinanderzusetzen und diese Probleme zu lösen. Ein sehr optimistisches Gefühl, dass die Diskussion weitergeführt wird, dass sie sehr kreativ weitergeführt wird und dass es auch viele Mitstreiter dafür gibt, sehr kritisch mit den Forderungen nach
Open Content, Content und Open Access umzugehen. Also Stichwort Entschleunigung, Entschleunigung, Verlangsamung und geschützte Räume für Forschung und Dokumentation, wie sie Herr Ernst gefordert hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Erkenntnis ist sicher, der Wille ist, glaube ich, da für Open Access, also fast durchgehend. Und es sind jetzt praktische Fragen, wie kriegen wir das hin, dass das eine befriedigende Angelegenheit für alle Beteiligten wird. Also mir persönlich ist bei der Tagung der Eindruck entstanden, dass es für viele Teilnehmer doch auch sehr, sehr spannende neue Einsichten gab über die Komplexität des Ganzen. Und dass man daraus aus der Richtung schon auch sehr viele konstruktive Fragestellungen oder auch neue Informationen mitgenommen hat. So zum Beispiel die neue Information, auch für mich neue Information, dass über die Lizenzierung die bisher getrennten Vorgehensweisen von Wikimedia und Europeana oder Deutsche Digitale Bibliothek durch eine neue Verhandlung zwischen diesen Partnern ausgeschaltet worden sind. Das heißt also, eine bessere Vernetzung im Netz stattfinden kann. Das fand ich sehr gut, dass es aufgekommen ist, diese Diskussion, nämlich dass offensichtlich bei der Relaunch der PSI-Richtlinie, die ja anders für diese Tagung war, nehme ich zumindest an, dass mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Also öffentlich-rechtliche Museen, Archive, Bibliotheken, die sollen den freien Zugang möglichst auch gemeinfrei, sprich also auch die Verwertung jedem ermöglichen. Öffentlich-rechtliche Rundfunkarchive, die finanziell und personell besser ausgestattet sind, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. Und ich fand das doch sehr interessant, dass der Kollege, der heute hier die Moderation gemacht hat, selbst zugegeben hat, dass es ja ein viel zu großer Aufwand ist, die ganzen Rechte zu klären. Und das gebe ich gern zurück an die Politik. Erst wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchive ihre Rechte geklärt haben, dann können vielleicht auch die extrem unterfinanzierten Museen ein Gleiches machen. Die Politik kann von dieser Tagung das Signal mitnehmen, dass sie auf ihre Sammlungen, die Sammlungen der Öffentlichkeit, Acht geben muss und sie auch finanziell ausstatten muss, um die Herausforderung von Open Access zu meistern.